Und hier nochmal eine Anleitung, wann man am allerbesten Holz zu schlagen hat. Holz. An welchen Tagen man das Brenn- und Bauholz schlagen soll, dass es nicht schwindet, stiebt und wurmt. Das Brennholz soll man im ersten Viertel des wachsenden Mondes schlagen, also bei jungem Schein. Schlägt man in den ersten 4 Tagen des Mai ein Holz, dieses fault nicht und wird auch nicht wurmstichig. Wenn man in den 2 letzten Tagen, Feiertagen, im März ein Holz schlägt, dieses wurmt nicht, und wenn man solches Holz zu Laden schneidet und von solchen Laden Truhen und Kästen machen lässt, so kommen keine Würmer und Motten hinein. Ein Holz am Margaretenabend geschlagen, dieses Holz zerstiebt nicht, der Mond mag auf- und abnehmend sein, dieses Holz reagiert nicht nach dem Mond. Gutes Zeichen. Wenn man ein Holz schlägt im aufnehmenden Schein, im Zeichen des Fisches, dieses zerstiebt nicht, dort nicht zusammen und wird nicht kleiner. Wenn man in den letzten Tagen des Ehrenmonats und in den ersten Tagen im Jänner ein Holz schlägt, dieses bleibt verwesen, treffen die Würmer nicht, und je älter es wird, desto härter wird es. Es wäre recht, alter Schein, ein Donnerstag und gegen Abend. Auch gutes Zeichen. Wenn man ein Holz abhaut, wenn der Mond am meisten ist, bevor er stärker wird, dieses Holz kann man auch grüner verarbeiten. Es zerstiebt nicht, dort nicht zusammen und wird auch nicht kleiner. Eine Lärche ist erst reif, wenn diese 3 Festmeter gibt. Wenn du in den nachgenannten 3 Tagen, 1. Pauli Bekehrungstag, 2. Ugis Suistag, helf mir mal, was heißt denn das? Und 1. September Holz abhaust, dieses Holz fault nicht bis auf den jüngsten Tag. Brennholz soll man erst ab Juni und nicht im Mai schlägern. Holz, das in den letzten 3 Tagen des Monats Februar bei abnehmendem Mond geschlagen wird, fommt nicht mehr, und es fault sogar die Wurzel ab. Stauden, Heiden und Unkraut, das reiße aus. Das sagen die Alten. 3 Tage vor dem 21. Juni vormittags, dann wächst es nicht mehr nach. Der 31. Jänner und der 1. und 2. Februar sind Schwendtage. Wenn du einen Baum schwenden willst, so bohre am 1. August ein Loch bis auf den Kern, der Baum dort ab. In den letzten Tagen des Dezembers, am 1. Jänner und am 1. März, Freitag, nach Sonnenuntergang geschlagenes Holz springt und reißt nicht auf. Holz am 1. März geschlagen widersteht dem Feuer. Schwendtage, der 20. Jänner, 3. März, 1. 10. 18. April, 1. oder 7. 7., 8. und 17. Mai, 1. und 17. Juni, 11. und 21. Juli, 3., 7., 20. und 21. August. Ja, den Rest könnt ihr euch hier so ablesen, ne? Die besten Schwendtage des Jahres sind der 3. März, 1. April und 17. August und so weiter. Zum 18. Oktober und 1. Dezember braucht man mit der Hacke nur einmal einhacken oder zuschlagen. Und hier steht noch ganz klein gedruckt, ne, bei der Pfarrhofrenovierung in der Taucht, glaube ich heißt es, wurden angeblich diese Aufzeichnungen gefunden. Ja. Dann steht noch irgendwas mit Kirschblüten. Ja.